großes Eis gibt, die Wunderkugel, dieses berühmte Eis, das da hinten, nicht da. Da war schon so weit, dass sie auch nicht so viel angestellt haben, dass die Polizei gesagt hat, wir müssten hier die Straße freihalten. Aber das Ding ist, was ich empfehlen kann, was ich immer gemacht habe, seit Kind kenne ich das, da hinten, Eis Stefan oder sowas heißt der. Dann. Nee. Dienstag und Sonntag unsere Öffnungszeiten. Und ist Donnerstag, ne? Ja. Ja. Unsere Woche ist unsere Woche ist noch nicht offen. Heute ist Donnerstag. Weiß ich nicht, dann weiß ich auf Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 8 Uhr. Und heute ist Donnerstag. Nur Montag ist Ruhetag. Doch hier, Ankündigung, am Donnerstag, den 15. August, bleibt unser Café sowie der Eisverkauf geschlossen. Vielen Dank für unser Verständnis, euer Stefan-Team. Da ist heute zu, deswegen geht man jetzt einfach zum anderen Eisladen. Schade. Eine Wundertüte für 5 Euro gibt es auch, guck. Wundertüte für 5 Euro. Mit Sahne 6 Euro. Das ist was ich anstellen. Da kommt der Bus. Muss man aufpassen, dass ich mit dem Bus zusammengefahren wird beim Laden. Eis dazu. Eis dazu hier. Hier war es da ein Eis holen und dort oben, wenn einer dann zuhört. Das hat warten. Wir da warten. Jetzt sind nämlich da eine Schlange anstellen, hier an der Straße, wie bei in Würzburg, bei der Öffnung des Dönerladen. Oder wo der Döner noch neu war, der Berliner Döner in Würzburg, mussten wir auch draußen eine halbe Stunde warten oder eine Stunde, bis man nicht rein konnte, einen Döner holen konnte. Und mal hier schon warten, ne? Ich kann nur empfehlen, jedenfalls ich halt immer die Wundertüte mit Eis. 6 Kugeln nach Wahl, 5 Euro, was will man machen, mit Sahne 6 Euro. In Würzburg habe ich gestern gesehen, eine Kugel kostet 2 Euro. Das wären dann hier 6 Euro. Ne, 6 Euro nicht, 6 Kugeln. Wenn 1 Euro kostet eine Kugel, 6 Euro. Bei 2 Euro, wäre es 12 Euro. Also ist sehr günstig. Und es gibt es nirgendwo, nur bei denen hier und bei Eis Stefan, diese Wundertüte. Seit ich Kind bin, gibt es das so. Sehr empfehlenswert. 6 Kugel bei Wundertür für 5 Euro. Mit Sahne 6 Euro. Und eine Kugel kostet hier 1,50 Euro. Statt kostet eine Kugel 2 Euro. Und da ist das Wundertüte sehr viel gespart. Sehr empfehlenswert, die Wundertüte. Kostet da oben bei Stefan, glaube ich, genauso. Wie man es früher sie kostet. Dann müsste eine Kugel Eis kosten von den 6 Dinger 80 Cent oder sowas. Vergesst 30 Jahre und halt weiß lassen. Und da habe ich mein Eis. Und dann halt. So. Und ich habe jetzt hier mein Eis. Yes. Ist ja wunderschön. Mein Eis Wundertüte. Ja, 5 Euro. Habe ich 6 Kugeln nach Wahl genommen. Boah, so schaut's aus. Vanille, Mango, Erdbeer, Zitrone und so weiter und so fort. Sehr empfehlenswert. Muss man warten, aber sehr empfehlenswert. Einfach nur lecker. Super. Ich muss das immer noch. Bye bye. Ciao, ciao. Das ist wunderbar, sehr lecker.
Waffen. Wird sehr gut. Super. Einfach nur gut. Ohne Bus muss ich durchspengeln. So. So. So, noch eine kurze Halterung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen einschalten. Das war so ein Eis hier unten. Ich fand das Eis der Fahnen da. Also super, es war unten, aber es war auch sehr cool. Früher konnte man nicht die Kugeln ausbilden oben. Das war ich beim Eisbild unten und da konnte man die Kugeln ausbilden und fand ich sehr cool. Also kann ich sehr empfehlen. Gut geschmeckt und günstig für 5 Euro. 6 Kugeln nach Wahl. Lecker, sehr lecker. Das ist over and out. Danke fürs Zuschauen einschalten. Werden wir wieder. Ich wünsche noch eine schöne Zeit. Schönen Sommer. Endgame. Wir kurz das Fenster haben. Außerdem Freitag nachher Himmelfahrt. Und die Urlaub haben schon Urlaub, die Sommerferien haben schöne Sommerferien. Und die Brücken haben schon Brücken und Rest wie ich. Aber ein bisschen schönen Arbeitstag, ein schönes Wochenende und so weiter und so fort. Wir sehen uns bald wieder. Goodbye to you and game!